Hallo und willkommen zur neunten Folge von meinem Let's Play Direwolf 21.19 Projekt mit mir, dem Kirsch. So, wir spielen jetzt wiederum immer, ich halte das Spiel jetzt immer auf der aktuellsten Version. Jetzt sind wir in der Version 1.1.1, glaube. Wir springen in die Welt. Was habe ich für die Folge vor? Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, wir werden jetzt mal eine Mining-Tour machen, beziehungsweise anfangen. Weil wir gerade noch einiges an Ressourcen brauchen. Vorher gucken wir noch mal ganz kurz in die Erzverarbeitung. Weil es wurden jetzt einiges geupdatet. Und vielleicht wurden auch bestimmte Erze jetzt möglich, dass wir die über den Crushing Reel reinhauen können. Was uns, ja, was mich persönlich freuen würde. Joining World. Deswegen, schauen wir mal. Vielleicht geht dann jetzt auch hier das mit Osmium und sowas. Was wir auf Silk-Touch ab Behutsamkeit abbauen. So. So mit O. Gut. Okay. So. Die Kisten hauen wir mal schnell hier hin. So, okay. Ah, also wir gucken jetzt mal nach. Ohr. Just. Ja, das war schon. Diamond Ohr. Das auch. Allerdings, jetzt gibt es ja noch diese. Das können wir auch da drinnen. Sehr schön. Wir gucken mal schnell bei Osmium. Ob dies auch möglich ist. Ja, wir können es jetzt reinpacken. Sehr schön. Und dann müssen wir noch mal beim was gucken wir mal. Nether. Boah. Weil die könnten wir am Anfang jetzt auch nicht reinpacken. Wenn es nicht alle. Jo. Geht's. Jetzt gucken wir noch. Wunderbar. Sehr schön. Das heißt, wir können auf jeden Fall dann viel mit Silk Touch abbauen. Wir werden vielleicht jetzt mal unser Schwert noch updaten. Upgraden, so rum. Stöcke, wir nehmen mal das Mineral Lock mit. Ich würde wenigstens dann doch gerne mal ein Eisenschwert haben wollen. Oder nehmen wir Osmium. Ja, Osmium würde ich gerne behalten. Wir machen mal ein Eisenschwert. So. So, und dann hauen wir das rein. So, vielleicht haben wir auch Glück und finden noch ein bisschen anderen Stuff. Das ist ja jetzt eine Osmium Pickaxe. Wo ist der? Das ist mit Copper. Hauen wir gleich mal hier rein. Dann nehmen wir das nämlich mit für die Spitzhacke. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Backpack hin. Leder. Habe ich wirklich so wenig Leder? Just. Gut, die hauen wir mal da durch, weil dann machen wir uns nämlich mal einen Rucksack. Mal mit dem Rucksack können wir uns dann nämlich auch hier besser das Zeug reinpacken. Back. Und zwar nehmen wir den hier. Und den können wir dann upgraden auf Eisen. Und den könnten wir dann sogar noch upgraden auf Gold, wenn wir genügend Gold haben. Haben wir aber nicht. Gut. So, also. Wir brauchten dafür eine Kiste. Gut, dass die Kiste leer ist. Wie viele Strings? 4. Sehr schön. Ich glaube, Wolle war jetzt sogar nicht nötig, oder? Nö. Können wir hier reinpacken. Dann nehmen wir uns mal noch 8 Eisen.
So, der hat jetzt normale Kiste. Wenn wir den jetzt hier upgraden, hat er eine Doppelkiste. Ha. Ich habe es bei mir auch auf der Maustaste gelegt. Ich habe eine Maus, die man so einstellen kann. So, Backpack. Aha. Sehr schön. Okay, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Kohle. Habe ich noch irgendwo anders ein bisschen Charcoal? Ja, aber ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen so Kohle. Machen wir uns erstmal daraus Fackeln. Mineral Locks haben wir noch. Und jetzt gehen wir los. Über 5 Minuten weg. Wo gehen wir hin? Wo könnte eine gute Mine sein? Wir gehen mal jetzt hier Richtung quasi Dorf und gehen mal über die Langzunge hier lang. Vielleicht finden wir da ja was. So, Essen. Wäre ja, vielleicht gut, wenn ich mir noch was mitnehmen würde. Da haben wir noch das. Das nehmen wir auch noch mit. So. Packen wir gleich mal noch Rucksack rein. So. Ich nehme aber zur Sicherheit mal noch die Säge mit. Für den Fall, dass wir doch noch etwas an Holz finden, was wir mitnehmen, was ich gerne haben möchte. Okay, da ist jetzt nicht so schön gewachsen. Geht's hier schon in der Höhle? Ne. Das wäre es jetzt gewesen. Läuft immer noch eine riesen Höhle vorbei. Aber das wäre so ein typischer Ich-Move. Nessa, wir können ja mal rein, spaßeshalber reingucken. Nessa. Da. Na gut, mit dem Biegen, dem. Dankeschön. Ich hoffe mal, das ist jetzt weg. So. In der Zeit kann nämlich halt auch unser Schokorohr wachsen. Sie ist dann in einem gechunk-loadeten Bereich. So, was ist das für ein schönes Bäumchen? Ja, aufpassen. Die Brücke ist ja kaputt. Also ich suche jetzt nicht explizit irgendwelche Dungeons. Ich will jetzt eigentlich nur ein paar eine Höhle finden. Jetzt nicht so direkt an der Base. Schlafsack kann man mit. Wenn wir den natürlich jetzt in einem Dungeon finden, nehmen wir das mit, wenn es nicht gerade so ein leicht übertriebener ist. Okay, wir werden jetzt dann bestimmt hier rechts rumgehen und dann vielleicht hier reingucken. Rechts durch diesen Wald. Mal schauen, was es für einer ist. Es ist ein Kovalok. Ich schaue es mir mal an. Wie sieht das Holz aus? Ohne sieht eigentlich relativ schön aus.
So, gleich erstmal schlafen gehen hier. Ach, schlafen unter freiem Himmel ist doch was Feines. Aber nur, wenn es warm ist. Wenn es zu kalt ist, ist es nicht schön. So. Gut, wenn man sich dann allerdings was gebaut hat, wie zum Beispiel ein Unterstand, Müll, vermag es vielleicht auch zu geben. Was ist denn das? Aha. Im Grunde genommen ist das eine Melone. Und mir kann sogar, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, welche Mod war das? Das ist die so fit. Schaust jetzt halt. Schaust mal kurz hier drüben rein. So. Halt. Man muss schon add. So. Ist. Und zwar gibt es solche Updates. Da gibt es sogar ein Magneten-Update. Upgrade, allerdings dafür brauchen wir zwei Enderperlen. Mega Upgrade, da brauchen wir sogar einen Sticky Piston. Allerdings tut er dann alles, hätte er alles automatisch ab eingezogen. So, wir wollten aber eigentlich erstmal eine schöne Mining-Tour machen. Was gibt es Besseres als viel zu meinen? Noch mehr zu meinen. Boah. Firefly erschreckt mich nicht so. Ja, Kupfer nehmen wir mit. Weil Kupfer werden wir viel benötigen für die Storage Drawer. Upgrades, so rum. Und das war schon ein totes Ende, okay. Aber da haben wir das schon mal ausgelotet. So. Dann mäht mal. Ja, hier könnten wir, glaube ich, ein bisschen tiefer reinkommen. Müssen wir halt nur eine Stelle finden, wo wir jetzt reinkommen. Erstmal jucken wir mal den Auge. Ah, schlimm. Immer schlimm, wenn das Auge juckt. So, ein bisschen aufs Ohr gucken. Ich denke mal sogar, da werden wir sogar zwei Folgen draus machen. Allerdings wird sich da mein zukünftiges Ich freuen. Kann ich mal hier kurz gucken. Used. Ja, können wir jetzt auch hier drinnen machen. Weil vorher ging das noch nicht alles. Jetzt machen wir mal F7 an. So, nehmen wir mal gleich mal das hier mit, weil da kriegt man wieder vielleicht Essen dazu. So, nehmen das Appetit, lasse ich liegen. Falls wir halt Kohle benötigen, müssen wir uns die Kohle nochmal hinsetzen, müssen wir uns erstmal an der... ja, ich hätte mir irgendwie eine andere Spitzhacke mitnehmen müssen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden hier noch eine.
Okay, also lass mal ganz kurz die normalen Erze liegen. Also ich glaube, aus denen kann ich mir keine Zacke machen. Oder? No hooking. Axt geht auch. Okay, wir können damit. Aber ich nehme jetzt mal noch nicht so viel Kupfer mit. Lass mich raus. Denn was ich eigentlich machen will, ich will eigentlich so tief wie möglich kommen. Was bist du? Denn. Boah, Herzkasper. Das Schöne ist, wir kommen ja relativ gut wieder zurück. Oh, da gibt es immer noch Gänsehaut-Feeling. So, erst noch was gefuttert. Haha, Creeper. Nein. Okay, Dimensional Shards nehmen wir mit. Das können wir nämlich gebrauchen, wenn wir mit uns eine Quarry bauen. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, kann man das auch jetzt über den... Ne. Das müssen wir dann am Ende mit einer Glücksspitzhacke oder so abbauen. So, hier bin ich runtergekommen. Ah, ein Mini-Zombie. So. Ja, ich lasse das Kupfer jetzt erstmal nochmal liegen. Wie viel Kohle haben wir? Na, 25. Das lasse ich auch erstmal kurz liegen. Ja, das wird so viel liegen. Ja, weil ich jetzt nicht so viel habe, zwar einen Rucksack, aber ich will mich jetzt nicht gleich wieder mit allen zu klopfen. Was haben wir denn in der Bar? Eins nehmen wir mal noch mit. So, oh ja, guter Brennstoff. Die Lava müssen wir jetzt quasi erstmal hier abzwacken. Das Eisen auf jeden Fall.
Denn wir wissen ja, aus einem Eisenerz bekommen wir im Crushing Macerator 4 Chunks raus. Iron Ore Iron raus. Müsste eigentlich gut laufen. So. Mein zukünftiges Ich wird sich freuen. Ich mache mir mal hier kurz eine kleine Safe Zone. Ich sage erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit Wow.